Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie wir bereits wissen, aus der Vergangenheit wissen, ist das mit den Berichten der Landesregierung ja immer eine besondere Sache. Und besonders mit denen aus dem Wirtschaftsministerium. Einerseits sollten sie eigentlich dazu dienen, darzustellen, was erreicht wurde, beziehungsweise wo die Reise hingehen soll. Andererseits sind sie aber in der Realität oft so nichtssagend, weil man in der Regierung scheinbar nicht weiß, wann man hineinschreiben soll oder es so formuliert, dass ein Betroffener kaum den Inhalt wirklich versteht. Der Bericht zur Umsetzung der Strategie für die Stärkung von Innovation und Kreativität im Mittelstand. Bereits der Titel ist eine Menge, aber sicherlich nicht mittelstandsfreundlich und reiht sich so nahtlos in das Geschehen ein. Fangen wir aber mit dem Guten an. Der Bericht enthält eine Auflistung der verschiedenen Fördermöglichkeiten für Unternehmen und stellt in dieser Hinsicht einen guten Überblick dar. Angefangen vom Brandenburg-Kredit bis hin zu europäischen Programmen ist alles dabei, was für einen Unternehmer interessant sein könnte. Soweit, so gut. Der Bericht soll ja eine Zwischenbilanz der Mittelstandsstrategie sein, darstellen, die wir hier im Jahr 2011 beraten haben. Und damit komme ich zu einem Punkt, den ich der Regierungsfraktion leider nicht ersparen kann. Die Basis war ein Antrag unserer Fraktion für ein Maßnahmenpaket für den brandenburgischen Mittelstand. Den konnte die rot-rote Koalition leider nicht so stehen lassen und sah sich genötigt, einen Entschließungsantrag draufzusetzen. Eigene Ideen, das ist so eine Sache in dieser Koalition. Manche sind vorhanden, nur ganz wenige sind sinnvoll. Und wenn man nicht weiter weiß, dann nimmt man einfach klammheimlich die Ideen anderer und bringt sie dann als eigene in den Landtag ein. Das bedeutet für mich, dass wir nicht, dass wir vieles Gutes war, aber dass wir auch in der letzten und in der vorletzten Legislaturperiode im Wirtschaftsbereich viel vorgelegt haben. Vielleicht sollten Sie in diesem Zusammenhang einfach mal drüber nachdenken, es gleich die Leute machen zu lassen, die da mehr Ahnung von haben. Nun zu dem Punkt, der auch schon in dem letzten Bericht erwähnt wurde und eine große Gefahr für die Einzelmaßnahmen darstellt. Für alle erwähnten Aussagen gilt der Haushaltsvorbehalt. Das heißt, im Zweifelsfall gilt, für den Mittelstand ist wieder einmal kein Geld da. Hier setzt die Landesregierung eindeutig die falschen Prioritäten. Die zurückgegangene Investitionsquote im Haushalt des Wirtschaftsministeriums und die Tatsache, dass wichtige und richtige Maßnahmen aus diesem Mittelstandsbericht nicht finanziell abgesichert sind, zeigt einmal mehr, was diese Landesregierung vom Mittelstand hält. Als Melkkuh ist er herzlich willkommen, siehe die geplante Abgabe, Tourismusabgabe im KAG. Und auch, wenn ich jetzt mal den Landtagspräsidenten von gestern Abend mal zitieren kann, auch wenn jetzt die Feuerwehr vor Ort irgendwo, und da sind es ja gerade die Kleinen und die Mittelständler, wenn da die Leute ausrücken sollen, dann erwartet man von dem Mittelständler, von dem Handwerker, dass er die Leute freistellt, dass die öffentliche Sicherheit gewährleistet ist. An dieser Stelle sollte da mehr Würdigung geschehen. Langfristige Strategien, sinnvolle Ausrichtungen der gesamten Mittelstandspolitik fehlen mir, der Ideen und der politische Wille sind nicht da. Im Juli 2010 haben der Ministerpräsident und der Wirtschaftsminister bei der Verleihung der Auszeichnung Europäische Wirtschaftsregion 2011 noch vollmundig erklärt. Die Auszeichnung ist in erster Linie eine Auszeichnung für die Menschen in Brandenburg, für die unabhängigen Unternehmerpersönlichkeiten, die kreativen Mitarbeiter und Erfinder. Recht haben Sie, Herr Platzek, recht haben Sie, Herr Christophers. Nur haben Sie die Menschen, die täglich arbeiten gehen, die maßgeblich zu unserem Wohlstand beitragen, die Arbeitsplätze schaffen, selbst wenig getan. Im Gegenteil, mit Ihrem verkorksten Gesetz zur Stärkung der kommunalen Daseinsvorsorge haben Sie ihnen noch unlautere Konkurrenz gemacht. Die Proteste von Verbänden, Kammern und vielen Bürgern im Land waren Ihnen dabei gänzlich egal. So sieht also Ihre mittelstandsfreundliche Politik aus. Zum Schluss möchte ich noch einen Hinweis geben, an das Ministerium geben. Die Haushaltsberatungen stehen vor der Tür. Und ich erinnere in diesem Zusammenhang an den Paragraphen 11 des Brandenburgischen Mittelstandsfördergesetzes. Danach berichtet der Minister im Wirtschaftsausschuss vor jeder, macht er dann über den Stand der Entwicklung in der mittelständischen Wirtschaft und der freien Berufe. Der Bericht soll auch die Ergebnisse der eingeleiteten und durchgeführten Förderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen dann darstellen. Und gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zum Schluss. Wenn man sich damit brüstet, europäische Unternehmerregion zu sein, dann sollte es auch der Ministerpräsident als oberster Interessenvertreter unseres Landes die EU in Brüssel wenigstens ab und zu besuchen, um dort die Brandenburger Standpunkte persönlich zu vertreten. Denn soweit wie ich weiß, liegt sein letzter Besuch mehr als 5 Jahre zurück. Und ob das dann für den Titel Brandenburg europäisch gewachsen spricht, das kann jeder hier für sich selbst beurteilen. Vielen Dank.